Videoreportage von der Cablex Pro Duathlon Point Races werden Ihnen präsentiert von Cablex, Powerman Zofingen, Intervall Duathlon Zofingen und Pro Duathlon Swiss. Hallo und herzlich willkommen vom Cablex Pro Point Race aus Marbach, St. Gallen. Es ist das erste Rennen in der Saison 2015 und wir treffen äußerlich die besten Bedingungen vor. Die Veranstaltung ist nicht zuletzt wegen ihrer atemberaubenden Kulisse im Besuch wert. Nein, am starken Teilnehmerfeld lässt sich erahnen, dass das für viele Athleten eine ernsthafte Angelegenheit ist. Das Format dieses Rennens sieht folgendermaßen aus. Zuerst startet man mit 2x2 km Laufstrecke, wechselt dann aufs Velo, absolviert 8 km und wechselt wieder in die Laufschuhe für die letzten 2x2 km. Ja, es ist ein schönes Rennen hier und es macht immer wieder Spass. Du musst einfach immer drücken, es ist einfach ganz flach und du musst einfach drücken im Laufen und im Velofahren. Ja. Gebig, angenehm, schön flach. Nicht so richtig zum Leiden beim Auffahren. Vor Rennbeginn haben wir den Schweizer Top-Triathlet Ronny Schildknecht über seine Teilnahme an dem Duathlon sowie über seine weiteren Ziele befragen. Ich mache Ironman Texas in 3 Wochen. Und ja, letztes Jahr konnte ich leider nicht kommen, da hat es nicht so gepasst. Aber ich komme immer wieder gerne an Duathlons. Meine Geburtsstätte war ja, irgendwo in Zofingen, gewesen, also, wo ich meinen ersten Duathlon gemacht habe. Und von dem her, ja, ich komme immer gerne. Es ist super Training und super organisiert. Und dann, wenn das Wetter noch stimmt, dann ist es sensationell. Du kannst nicht auf die anderen schauen, du musst auf dich schauen. Aber ja, natürlich hast du eine gewisse Taktik, aber die ist zweitrangig. Schlussendlich wird wahrscheinlich der schnellste am Tag mit der Bestform wird vorne sein. Als nächstes übergeben wir das Wort an Jan van Berkel. Er wird am Ronny Schildknecht versuchen, Paroli zu bieten. Ja, es ist ein schönes Rennen hier und es macht immer wieder Spass, unter Wettkampfbedingungen hier zu trainieren. Und das Mal habe ich einen weiteren Weg gehabt, darum bin ich heute schon ein bisschen müde, weil ich mit dem Velo hergefahren bin. Aber nichtsdestotrotz wird es ein cooles Rennen. Der Ronny hat die 2 Wochen Ironman Texas und ist sicher in Topform da. Und ich bin gut zu Weg, aber definitiv nicht in Topform. Von dem her werden wir einfach mal schauen, wie lange es geht. Wir werden uns sicher beide weh machen. Als Favoritin für den Frauensieg wird Yvonne van Vlerken gehandelt. Ja, ich finde es einfach die ganze Ambiente hier. Es ist einfach ein unglaublich schönes kleines Rennen und mir macht es einfach immer Spaß. Es ist ein sehr toller Einstieg in die europäische Saison. Ich kann jedes Jahr schön die Zeiten vergleichen und da weiß ich genau, was ich drauf habe, wie ich beieinander bin. Und es ist für mich ja wirklich um die Ecke. Es ist 15 Minuten fahren mit dem Auto und ja, mir macht es einfach brutal viel Spaß, um jedes Jahr hier mitzumachen. Schließlich haben wir noch 2 Duathlon-Neulinge entdeckt. Sie stellen sich gerade selber vor. Ja, ich bin der Lukas Kühn. Ich komme aus dem Gürbental von Toffen beim Gantrisch-Bike-Team seit letztem Jahr. Und ich mache jetzt dieses Jahr die erste Duathlon-Serie. Und ich freue mich drauf, ja. Ich bin Zimmermann von Beruf und es kommt gut. Ich habe lange geshootet und dann letztes Jahr habe ich ein bisschen den Collar im Shooten und dann habe ich gewechselt auf ein bisschen Multisport. Und dann bin ich in Spiez zum Gürbetalon, also zum Gürbetal Duathlon und dann hat es mich gepackt und jetzt bin ich dabei, ja. Es ist eine Sportart. Ich tue sehr gerne Velofahren und auch gerne Säckchen im Winter. So kann ich es kombinieren. Und schwimmen bin ich aber nicht so der Hirsch, darum ist Duathlon perfekt. Eigentlich durch den Gürbetaler Duathlon, weil es dort am Start war. Und dann bin ich auf die Webseite gekommen und habe gesehen, es gibt ja viele Rennen. Dann habe ich gedacht, da sind wir dabei, das machen wir. Ich bin Janine, ich bin 24 und es ist heute mein erster Duathlon und ich bin sehr gespannt. Ich habe jetzt in Luzern schon zweimal am Halbmarathon mitgemacht und sonst tanze ich sehr gerne. Weil es ein bisschen abwechslungsreicher ist als jetzt nur springen, habe ich gedacht, das ist mal etwas anderes und ich fahre sehr gerne Velo. Einfach, das Velo ist mein Verkehrsmittel Nummer 1. Ich habe mich einfach im Internet mal schlau gemacht, was es da für Organisationen gibt und bin dann so drauf gekommen. Nach diesen ersten Stimmen begeben wir uns langsam aber sicher in Richtung Start, wo sich die Athletinnen und Athleten in den letzten Vorbereitungen befinden.
Und schließlich Sonntagnachmittag, Viertel ab 2, die Cablex Pro Duathlon Point Races sind lanciert. Ein paar bekannte Gesichter setzen sich schon von Anfang an die Spitze. Es sind das im roten Shirt der Ronny Schildknecht, im weißen Trikot der Jan van Berkel sicher, oder im Hintergrund sehen wir den Vorjahressieger Gabriel Lombriser. Der Felix Köhler ist dann auch, der sich nach den ersten gut 500 Meter an die Spitze setzt. Dicht gefolgt vom Topfavorit auf den Tagessieg, Ronny Schildknecht. Das Feld präsentiert sich zwar schon langgezogen, lässt sich in dem ersten Moment aber noch nicht abschütteln. Ziemlich bald zeichnet sich aber ab, wer die vorderen Ränge unter sich ausmachen wird. An der Spitze der Felix Köhler, gefolgt vom Ronny Schildknecht, Jan van Berkel und dem Konstantin Hecker. Bei der Hälfte der ersten Runde übernimmt der Ronny Schildknecht dann die Spitze, versucht da Tempo zu machen, zwischen Spitze und Feld auch schon eine kleine Lücke auszumachen. Und schließlich gelingt es der Spitzengruppe, das Feld weiterhin zu distanzieren. Der Ronny Schildknecht gibt sichtlich das Tempo vor. Er wird versuchen, nach und nach seine Gegner zu distanzieren, um später entscheidend wegzuziehen. Die Frage ist, können seine Widersacher das Tempo halten oder gelingt es ihm tatsächlich bereits früh allein weiterzusuchen? Wir verlassen für einen kurzen Moment die Spitzengruppe und halten Ausschau nach unserem Neuling, Lukas Küng. Der lässt aber auch nicht lange auf sich warten und folgt schon einige Sekunden nach der Spitzengruppe im ordentlichen Tempo. Die Favoritin der Damen, Yvonne van Vlerken, 2 Minuten später wird hergestartet, befindet sich ebenfalls auf rasantem Vormarsch. Wir halten Ausschau zum anderen Duathlon-Neuling, der Janine Joost. Aber so wie es aussieht, scheint sie schon am Anfang weit zurückzuliegen. Während sich die einen Läufer gerade auf die zweite Runde begeben, erscheint in der Wechselzone als erstes der Ronny Schildknecht. Auf dem zwischenzeitlichen Platz 2 der deutsche Konstantin Hecker, Platz 3 der Felix Köhler. Mit rund 25 Sekunden Rückstand auf den Führenden sind es dann der Gabriel Lombriser und der Jan van Berkel, die ebenfalls die Laufschuhe durchs Velo tauschen. Mit einem Abstand von rund 2 Minuten zum Führenden erreicht auch unser Rookie, der Lukas Küng, die Wechselzone und tauscht die Schuhe gegen das Velo. Der erste Wechsel hat so seine kleinen Tücken, aber im Großen und Ganzen klappt er nicht schlecht. Janine Joost wird mit einer Zwischenzeit von 18 Minuten 57 Sekunden die Wechselzone erreichen. Die erste Frau in der Wechselzone ist schließlich Martina Kreibühl, aber mit nur 7 Sekunden Rückstand ist Yvonne van Vlerken klar ihr auf den Fersen. Ja, so ein Wechsel muss schnell vonstatten gehen und da kann es auch zwischendurch mal passieren,
dass noch nicht alles so hundertprozentig sitzt. Wir begleiten für einen kleinen Moment Ladina Buchs. Sie wird das Rennen als Sechste beenden. Die zwischenzeitlich Erste am rechten Bildrand, Martina Krähbühl. Sie fällt in der Radprüfung einige Plätze zurück. Und allein an der Frauenspitze, umringt von Männern, Yvonne van Flerken, kann da sicher eine Stärke von ihr ausspielen und ihre Gegnerinnen auf dem Velo distanzieren. Selbst die männlichen Kollegen scheinen Mühe zu haben mit dem höheren Tempo von Yvonne van Flerken. Und zurück bei den Herren an der Spitze, allein auf weiter Flur, der Ronny Schildknecht, der seine Gegner weiter können distanzieren und an diesem Tag mit 22,54 die stärkste Velozeit wird fahren. Hinter mir, Ronny Schildknecht, hat es einen Positionenwechsel gegeben. Es ist der André Moser, der auf dem Velo einiges an Zeit gut machen kann und als zweites in die Wechselzone einstürmt. Allerdings Spitze weiterhin nahe aufeinander. Konstantin Hecker, Jan van Berkel, Gabriel Lombrisser, Frederik Backström folgen André Moser da auf Schritt und Tritt quasi. Wenn man somit einen schnellen Wechsel anlegt, sind sofort einige Plätze nach vorne möglich. Bei den Damen ist wie erwartet Yvonne van Flerken, die als erstes in die Wechselzone eintrifft. Das Rennen scheint entschieden zu sein. Sehr eine positive Überraschung, unmittelbar dahinter. Lukas Küng kann mit einer guten Velozeit einige Platz gut machen. Für die letzten Laufkilometer scheinen einige schon recht erschöpft zu sein. Nicht so der Ronny Schildknecht. Während sich andere gerade aufmachen auf die Laufstrecke, beugt er in die Zielgeraden ein und gewinnt schlussendlich das Rennen überlegen mit einer Zeit von 49 Minuten. Mit dem Spurt wären da noch einige Sekunden drin gelegen, aber er geniesst den Ziellauf sichtlich. Die einzige Frage, die sich in diesem Rennen noch stellt, ist, wer wird Zweiter bzw. Dritter? Wir erinnern uns, die letzte Spitzengruppe sehr nah beieinander. Und es ist der Konstantin Hecker, der zuerst auf die Zielgeraden einbeugt. Er wird sicher verdientermaßen Zweiter. Nur, wer wird Dritter? Es ist der Jan van Berkel. Trotz langer Anreise mit seinem eigenen Velo zeigt auch er eine starke Leistung und wird verdientermaßen Dritter. Als Vierter kommt der Gabriel Lombrisser ins Ziel, Fünfter Frederik Backström und Sechster der zwischenzeitliche Zweite in der Wechselzone, der André Moser. Ich muss sagen, erstaunlich gut. Also es war ein super Rennen für mich. Erster Lauf war relativ zügig. Und auf dem Velo habe ich tiptop gefühlt. Ich bin dort nachher als Zweiter in die Wechselzone reingekommen. Den zweiten Lauf hatte ich mit etwas Krämpfen zu kämpfen und bin dann einfach noch meine Pace fertig gelaufen, aber bin super happy. Ich habe jetzt bewusst auch im Training halt wegen meiner letztjährigen Probleme ein bisschen mit dem Laufen zurückgesteckt. Aber ich weiss, ich kann hier noch einen grossen Vorsprung machen und ich hoffe, es kommt auch gut. Ich bin auch zuversichtlich. Und nach dem Rennen die einen Athleten sichtlich zeichnet von den Strapazen, sind froh um eine Erfrischung. Und wir haben mit dem Sieger geredet, ja, dem Ronny Schildknecht. Also nicht nur habe ich gewonnen, es ist wirklich gut gelaufen von Anfang an. Normalerweise habe ich eigentlich das Rennen, normalerweise die letzten Jahre, wo ich da gestartet bin und gewonnen habe, habe ich es meistens auf dem Velo am Anfang eigentlich gewonnen. Also bin ich den anderen weggefahren. Heute habe ich es mal beim Laufen gemacht. Das war eigentlich nicht mein Plan gewesen. Ich wollte einfach hart laufen. Aber irgendwie hat es sich dann ergeben, dass ich mich so gut gefühlt habe, dass ich schon beim Laufen weggekommen bin. Und dann habe ich gewusst, auf dem Velo habe ich mich so gut gefühlt, es ist schon fast unmöglich, dass von hinten jemand vorkommt.
Also, ja, und dann bin ich einfach nochmal voll durchgefahren. Also eben da gehst du einfach voll. Das sind 20, 18, 15, 16 Kilometer. Voll Gas und ab und zu mal hinterher geschaut und nie jemanden gesehen. Und dann beim Laufen bin ich tot gewesen, aber bis dann irgendwie noch fertig gelaufen. Und wenn du vorne bist, dann ist es meistens nicht so schlimm. Außerdem haben wir Gabriel Lombriser nach seinem Rennverlauf befragt. Ja, doch, ich habe mich erstaunlich gut gefühlt. Also, ich bin jetzt wirklich gerade vom Trainingslager heimgekommen, gerade die Nacht durchgereist. Und ja, der erste Kilometer war hart, ich hatte mal harte Beine gehabt. Aber nachher hat es auf Rollen und ja, es ist doch, ich bin sehr zufrieden, erstaunlich. Ich hatte keine grosse Schwäche, habe von Anfang an können einigermaßen mitlaufen und dann auch auf dem Velo einen guten Druck auf den Pedal gehabt. Und am Schluss noch gut können, die zweite Strecke fertig laufen. Bei den Frauen ist es wie erwartet Yvonne van Vlerken, die als erste ins Zielgebiet einbeugt und schlussendlich das Rennen mit einem Vorsprung von 2 Minuten auf Martina Kunz und Petra Eggenschwiller, die dritte wird, überlegen gönnt. Mit dem Rennen hat sie sicherlich gezeigt, dass sie bereits früh in der Saison in Form ist. Und wir sind sichtlich gespannt auf die weiteren Resultate. Mit einer Gesamtzeit von 57 Minuten und 33 Sekunden rettet sich der Lukas Küng in seinem ersten Cablex Pro Duathlon Point Race auf den guten 30. Rang. Er scheint sichtlich zufrieden zu sein mit seinem Resultat. Wir haben nach dem Rennen mit ihm geredet. Ich bin sehr zufrieden. Das Velo hat gefackt, ist abgegangen. Das zweite Säckchen war etwas härter am Anfang, aber eigentlich auch zufrieden. Und ich weiss, es geht noch viel mehr. Es war wirklich eine coole Sache. Ja, ja, der zweite Lauf, der Übergang vom Velo auf den Lauf, den könnte man noch ein bisschen trainieren, ein bisschen verbessern. Weil der ist hart. Der ist wirklich hart. Aber sonst ist es eine coole Sache. Ich bin zufrieden. Auch der andere Rookie, Janine Joost, kann mit einem Lächeln ins Ziel einlaufen und von dem Rennen einiges Positives mitnehmen. Haben wir mit dem 24 im Ziel. Janine Joost. Bravo, Janine. Es hat mega Spass gemacht. Es war aber auch sehr streng. Und manchmal ein bisschen demotivierend, wenn man so überrundet worden ist. Ja, das Wechseln muss ich noch mal anschauen, weil das habe ich nicht so intensiv mir überlegt, wie ich das mache. Bei den Herren gönnt also der Ronny Schildknecht vor dem Konstantin Hecker und dem Jan van Berkel, wo zu dem Zeitpunkt, wo die Siegerehrung stattgefunden hat, bereits auf dem Velo nach Hause gekocht ist. Bei den Damen ist, wie schon erwähnt, die Yvonne van Vlerken, die das Rennen dominiert, vor der Martina Kunz und der Petra Eggenschwiller auf dem dritten Rang. Der Gabriel Lombriser als vierter bei den Herren und Petra Eggenschwiller als dritte bei den Damen haben als Cablex Pro Duathlon Point Race Teilnehmer in diesem Rennen die Leader-Trikots übernommen und werden die in den nächsten Rennen müssen verteidigen. Zu guter Letzt ist uns auch noch Petra Eggenschwiller Rede und Antwort gestanden. Ja, eigentlich sehr gut. Es hat sehr schnell angefangen zu rennen. Darum habe ich gedacht, ja, ich weiß nicht, ob ich es durchziehen kann. Weil ja, ich bin jetzt Läufer, ist auch noch nicht wie lange verletzt gewesen. Und darum mit meinen 20-30 km pro Woche habe ich gedacht, ja, wird vielleicht ein bisschen knapp, das durchzuziehen. Aber es ist gegangen, schlussendlich, ja. Es ist wirklich auf meinem Plan, dass ich vermehrt wieder Duathlons machen werde, plus auch Bergläufe und ja, so Sachen. Ich nehme es jetzt mal vorweg, wie es wird sein mit meinen Beinen, mit der Verletzung und alles und wie ich auch trainieren kann und halt wieder für ein bisschen längere Sachen. Also jetzt vorwiegend sicher mal die kürzeren, aber nachher sicher vielleicht Österreich und Zofingen und ja, vielleicht halt, ja, mal schauen, ich nehme es vorweg. Mit dem Schlusswort von Petra Eggenschwiller verabschieden wir uns und wir freuen uns, wenn wir sie auch das nächste Mal wieder begrüßen können, wenn es wieder heisst Cablex Pro Duathlon Point Race.